Hey, ganz in diesem Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Special-Video. Wir sind wieder am Start und ihr habt im letzten Video bei der 11. des 34. Spieltags was gefordert, und zwar Max. Morgen, also quasi heute für euch und heute für mich auch, wird ja von Yogi Löw, dem Bundestrainer, der Kader für die EM 2016 bekannt gegeben, zumindest der vorläufige Kader. Mach doch einfach mal deinen Kader, den wahrscheinlichen, deinen Wunschkader, und reagier vielleicht zum richtigen Kader. Ich werde euch heute meinen Wunschkader vorstellen, und das heißt meine persönliche Präferenz. Das wir das direkt mal geklärt haben. Meinen persönlichen Kader. Hat nichts mit eurer Meinung zu tun. Einfach nur meine Meinung. Eure könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber nicht irgendwie meine Meinung oder meine Meinung für, ich sag mal, dämlich erklären oder mich beleidigen oder sowas. Total unnötig. Einfach nur mein persönliches Finden. Ich werde berechtigen bzw. rechtfertigen, warum ich den und den reingenommen habe, den und den vielleicht nicht. Und eventuell werdet ihr mir ab und zu auch zustimmen. Es ist, wie gesagt, meine persönliche Präferenz, und es wird nicht so der Kader sein, wie Löw ihn nominiert, sondern einfach nur, wie ich ihn mir gerne vorstellen würde. Wie gesagt, schreibt mir euren gerne rein. Es kommt auf jeden Fall ein Reaktionsvideo zum dann endgültigen Kader. Es ist jetzt zwar schon auch Viertel nach 12, um 1 wird er bekannt gegeben, aber trotzdem mache ich das Video jetzt noch. Es wird wahrscheinlich so gegen 14 Uhr kommen, und das Reaktionsvideo irgendwann gegen heute Abend. Es wird dazu heute noch ein Vlog kommen, und zwar der City-Vlog aus Karlsruhe und München. So, Freunde, alles klar. Ich würde sagen, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, was für eine großartige Unterstützung das ist. Der Like-Button ist direkt hier unter dem Video. Ihr kriegt das hin. Ich bin mir da relativ sicher. Dieser eine Klick ist für viele von euch eine Herausforderung, aber ich bin mir sicher, ihr könnt sie schaffen. Und wenn ihr die geschafft habt, habt ihr heute schon mal eine gute Tat gemacht. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. IG-Votes in der Videobeschreibung verlinkt, ist ja, denke ich mal, selbstverständlich. Des Weiteren haben wir da natürlich auch noch Links zu Instagram und Twitter. Könnt ihr auch gerne auschecken. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Und wir starten mal durch. Mit meinem Kader. Gut, fangen wir im Tor an, und da haben wir direkt mal die erste Kontroverse, das weiß ich jetzt schon. Und zwar Manuel Neuer, Bernd Leno und Ron-Robert Zieler. Neuer, denke ich mal, relativ offensichtlich. Ja, ist gar keine Frage, ist Nationaltorwart. Leno als Zweiter, weil er für mich die stärkste Saison gespielt hat in der Bundesliga, beziehungsweise der stärkste nach Neuer momentan ist in Deutschland. Und ich ihn gerne vor Trapp und auch vor Ter Stegen, weit vor Ter Stegen sehe. Und Ron-Robert Zieler aus einem ganz einfachen Grund. Es gab diese Saison starke Keeper, gar keine Frage. Loris Karius, gar keine Frage, ist ein super Keeper. Timo Horn hat eine klasse Saison gespielt. Ralf Fährmann natürlich auch. Allerdings ist Zieler bereits bei der WM 2014 dabei gewesen. Und ja, das darf man nicht vergessen. Der hat eine unglaubliche Saison gespielt. Gerade gegen Bayern im letzten Spiel wieder. 2-3 Gegentore bekommen, konnte aber nichts machen und hat absolut genial gehalten. Vor allem gegen Vidal in der 90. oder 85. oder sowas. Er war bei WM 2014 bereits als dritter Keeper dabei. Er weiß, wie es ist, dritter Keeper zu sein. Der dritte Keeper wird niemals spielen. Niemals. Gar keine Frage. Aber er weiß, wie das ist. Er weiß, wie er motivieren kann. Er weiß, wie er für das Team da sein kann. Er hat schon eine gewisse Erfahrung im Nationalteam. Er kennt die Leute. Er kennt die Spieler. Und ich denke, dementsprechend könnte er eine sehr gute moralische Funktion haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Löw ist richtig, ihn ins Nationalteam nimmt als dritten Keeper, auch wenn er zuletzt nicht dabei war. Seine Leistungen waren gut. Er ist ein toller Charakter. Und vielleicht macht er so nochmal ein bisschen Eigenwerbung von seinem Wechsel im Sommer. Er wird jetzt von 96 weggehen. So. Defensive, auch da werden wir einige Kontroverse haben, und zwar habe ich mir da 7 Spieler rausgesucht, ja, nur 7, habe ich da so ein bisschen am England-Kader orientiert, der auch nur 7 hat, aber auch wenn es nur 7 sind, im Mittelfeld sind einige flexibel. Da haben wir einmal Jerome Boateng, Jonas Hector, Mats Hummels, Skodran Mustafi, Marcel Schmelzer, Jonathan Tah und Mitchell Weiser. Boateng, denke ich mal, ganz klar, bester deutscher Innenverteidiger, zusammen mit Mats Hummels, das sollte das Innenverteidiger-Duo werden, gar keine Frage. Dann Skodran Mustafi als weiterer Innenverteidiger, hat eine gute Saison bei Valencia gespielt, auch wenn die nicht sonderlich stark gespielt haben, wird im Sommer eventuell wechseln, eventuell sogar zum BVB, um da die Lücke zu füllen, die Hummels hinterlassen hat, und ist ein sehr starker Verteidiger, war auch bei WM 2014 dabei, kennt dementsprechend den Kader, und Tah ist für mich die Neuentdeckung der vergangenen Saison, hat eine unglaublich starke erste richtige Profisaison bei Leverkusen gespielt. Klasse in der Champions League, klasse in der Liga, klasse im Pokal, gar keine Frage. Und dementsprechend ist es für ihn die Belohnung für eine starke, gute, talentierte Arbeit, die er diese Saison geleistet hat. Und er sollte mitfahren zu EM, zumindest in meinen Augen. Genauso wie Mitchell Weiser, der bei der Hertha eine unglaublich gute Saison gespielt hat, auf der rechten Außenverteidigerposition. Marcel Schmelzer, der bei Dortmund für mich der beste Außenverteidiger der Liga war, zumindest Linksverteidiger. Alaba, okay, also Deutsch, ja, man muss Deutsch dazu sagen, weil Alaba zählt dabei nicht. Und Jonas Hector, ich hätte ihn vielleicht persönlich gar nicht mit reingenommen. Da war so die Frage, nehme ich da Hövedes oder nehme ich Hector? Ich finde Hector relativ überhyped. Er hat ein Team of the Season bekommen, ja. Aber ich finde, dass er ein bisschen zu hoch gepusht wird und nicht so stark ist, wie er gemacht wird. Gerade nach seiner ersten Nationalmannschaft-Nominierung hat er nicht so gut ausgesehen teilweise. Und ich weiß nicht, ob ein Hövedes, der übrigens nicht dabei ist bei mir, vielleicht noch ein bisschen besser wäre, weil der halt flexibel auch auf den Außenbahnen spielen kann. Ich habe mich jetzt für Hector entschieden, weil ich denke, dass Löw ihn mitnehmen
verlängern wird. Und weil er natürlich eine gute Saison gespielt hat, keine Sorge, das will ich gar nicht unterschlagen oder so. Ich sehe halt Schmelzer besser als ihn und Höwedes wäre flexibler. Deswegen da vielleicht Höwedes. Aber ich kann mir auch, wie gesagt, gut Hector vorstellen. Verdient er das allemal. Höwedes aber genauso. Und naja, auf jeden Fall als Schmelzer mehr verdient als Hector. Das ist die Quintessenz von der Diskussion, die ich hier gerade mit mir selber führe. Mitchell Weiser habe ich ja gerade schon erklärt. Damit haben wir die Defensive und jetzt kommen wir zum Mittelfeld und ganz ruhig. Ja, wie gesagt, wir haben da einige flexible Spieler. Und zwar, und das sind jetzt die meisten Spieler, die ich hier habe. Es sind nämlich 13 an der Zahl und das ist eine ordentliche Menge. Joshua Kimmich und Emre Can, die können beide Außenverteidiger spielen, beziehungsweise Innenverteidiger, ersatzweise, ginge dementsprechend. Karim Bellarabi, Julian Brandt, Mario Götze, André Hahn, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Marco Reus, Leroy Sané, Lars Stindl und Julian Weigel. Zusammen halt mit Kimmich und Emre Can, die ich bereits genannt habe. Bellarabi ist bei mir so ein bisschen, ja, kritisch, aber der kann halt immer mal für einen Effekt sorgen, ja, der ist schnell, der ist abschlussstark, der ist dribbelstark, der ist spektakulär, der ist energisch, der will gewinnen und dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass Löw ihn mitnimmt, auch wenn seine Saison nicht ganz so stark war wie die letzte in meinen Augen. Dann Julian Brandt, unglaublich starke Rückrunde gespielt, zuletzt mit richtig guten Leistungen, mit einem richtig guten Lauf für die Leverkusener. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der angeschlagen oder verletzt ist oder so, aber selbst wenn er angeschlagen ist, sollte er in meinen Augen zumindest in den ist ja der vorläufige Kader, ne? Es können auch Leute rausgekickt werden. Er sollte auf jeden Fall in den vorläufigen Kader mit rein, denn in meinen Augen ist der Junge ein richtig, richtig guter, ein richtig talentierter und wird in den kommenden Jahren so der neue Reus werden, bin ich mir relativ sicher, weil der einfach jetzt schon so unglaublich stark ist. Und wenn du 6 Spiele hintereinander triffst als 20-jähriger Flügelspieler, dann sollte man auf jeden Fall ihn spielen lassen, beziehungsweise die Chance geben, bei der EM vorläufigen Kader zumindest dabei zu sein. Verletzt ist er nicht und 29 Spiele, 9 Tore, 5 Vorlagen sind auf jeden Fall eine richtig ordentliche Quote für ihn und dementsprechend sollte er mitfahren. So, Emre Can bei Liverpool einen guten Job gemacht, flexibel einsetzbar, dementsprechend auch er dabei. Mario Götze ist immer noch mein Lieblingsspieler bei den Bayern, immer noch ein sehr guter Spieler, war unser WM 2014 und auch der sollte dabei sein. Wechselt er im Sommer vielleicht von Bayern weg, aber jetzt gerade im letzten Spiel nochmal Werbung getrieben und ich denke mal, er wird sowieso dabei sein. André Hahn hat die letzten Spiele so gut gespielt und extrem erfolgreich auch Tore geschossen. Dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Löw ihn berücksichtigt und zumindest den vorläufigen Kader spontan doch noch mit reinnehmen wird. Sami Khedira haben wir dann noch dabei. Der ist momentan verletzt bei Juventus Turin. Der ist so ein Wackelkandidat. Da habe ich mich auch so ein bisschen entschieden zwischen Höwedes und Khedira oder zwischen Khedira und beispielsweise einem Julian Draxler oder André Schürrle, die beide nicht dabei sind in meinem Kader. Aber ich habe mich jetzt für Khedira entschieden, einfach weil er defensiver nochmal ist und der Stabilisator sein könnte. Wir haben hier nicht so viele defensive Mittelfeldspieler, wie ihr eventuell schon seht. Und dementsprechend würde ich ganz gerne, dass Khedira mitfährt. Ob er rechtzeitig fit wird und fit genug wird, wird sich zeigen. Aber in vorläufigen Kader könnte man ihn auf jeden Fall mal mitnehmen. Joshua Kimmich, gute Saison gespielt bei Bayern, flexibel einsetzbar auf der 8, auf der 6, am Innenverteidiger, Außenverteidiger eventuell auch. Im allergrößten Notfall kann man auf jeden Fall machen. Als Ergänzungsspieler für so einen jungen Spieler ist bestimmt schön bei einer EM dabei zu sein. Toni Kroos, gar keine Frage, momentan vielleicht der beste deutsche Mittelfeldspieler mit Mesut Özil, der auch eine starke Saison gespielt hat bei Arsenal, dementsprechend die beiden dabei. Reus dann der beste Flügelspieler momentan, den die Deutschen haben, auch er ist, denke ich mal, eine ganz logische Wahl und Konsequenz, denn er war bei WM nicht dabei 2014 wegen einer Verletzung, aber bei EM sollte er jetzt auf jeden Fall mitmischen dürfen. Leroy Sané, ich bin persönlich kein großer Fan von ihm, aber er hat eine sehr starke erste Profisaison gespielt, hat extrem gute Leistungen gezeigt, war einer der besten Schalker Spieler, wenn nicht sogar der beste Schalker über die gesamte Saison gesehen und dementsprechend sollte auch er mitfahren dürfen zur EM 2016, hat einfach sich diesen Platz verdient, genauso wie ein Julian Weigel. Julian Weigel hat auch eine sehr starke Saison gespielt, in meinen Augen. Hätte keiner so erwartet, dass er bei BVB so durchdreht nach seiner Verpflichtung von 1860 München, der erst im Sommer in der Bundesliga gekommen ist, aber sich direkt festgespielt hat, eine richtig gute Saison gespielt hat und nochmal eine defensivere Option wäre, weswegen man ihn auf jeden Fall mitnehmen könnte, zumindest in den vorläufigen Kader. Wenn er sich da nicht gut genug präsentiert oder da gezeigt wird, dass er noch nicht so weit ist, kann man immer noch rauskicken. Ich glaube, Kimmich, Brandt und Weigel dürfen auch alle mit zu Olympia fahren, Sané theoretisch auch und ja, dementsprechend gibt es für die immer noch die Option, da rausgenommen zu werden und einfach zu Olympia mitzufahren. Aber Olympia ist für mich nicht so wichtig wie die EM und dementsprechend habe ich die hier erstmal in den vorläufigen Kader mit reingenommen. Und Lars Stindl als letzten dann. Ja, warum Stindl? Natürlich als ehemaliger 96er bei mir die Präferenz, ist gerade Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber hat in meinen Augen eine sehr gute Saison gespielt. Viele haben gesagt, er war nur bei Hannover so gut, weil er da aus der Masse herausgestochen ist, genauso wie in Kiyotake beispielsweise. Die Spieler einfach zu schwach, Stindl zu gut für das Team, deswegen sticht er raus. Aber hat auch bei Borussia Mönchengladbach in meinen Augen sehr gut bewiesen, was für ein starker Spieler er ist. Hat extrem viele wichtige Tore geschossen, hat extrem viele Vorlagen gemacht und hat definitiv gerechtfertigt, dass sie ihn geholt haben im Sommer als Champions League-Timer von einem fast Absteiger, mittlerweile Absteiger. Er hat 7 Tore und 11 Vorlagen gemacht, das ist eine sehr ordentliche Quote auch in der Champions League. 5 Scorerpunkte, im Pokal in 3 Spielen 6 Scorerpunkte, kann man auf jeden Fall so machen und dementsprechend habe ich Stindl in den Kader mit reingenommen. Ist wie gesagt ja auch meine persönliche Präferenz und mein Kader, dementsprechend denke ich mal, ist das schon in Ordnung. Kommen wir zum Sturm.
Und auch da wird es Überraschungen geben. Wie gesagt, weder André Schürrle noch Julian Draxler sind dabei. Woran liegt das? Schürrle für mich zu unkonstant. Ich meine, ja, er hat an den letzten Spieltag getroffen, er hat gegen Hannover getroffen, aber ansonsten hat er nicht sonderlich viele Auffälligkeiten gezeigt dieses Jahr. Genauso wie Draxler. Die beiden, ja, bei VfL, die natürlich auch schlecht gespielt haben, ein bisschen untergegangen und dementsprechend habe ich da einfach andere besser gesehen und die würde ich dann auch mitnehmen. Auch wenn Draxler natürlich ein mega junges Talent ist und Schürrle auch schon etablierter Spieler, der am Ende ja auch bei der WM seine wichtige Rolle gespielt hat im Finale. Trotzdem, ja, ich persönlich würde sie mir nicht mitnehmen. Jogi Löw mag das anders sehen. Das ist auch kein realistischer Kader, das ist einfach nur mein Wunschkader, muss man dazu sagen. So, und im Sturm haben wir dann noch drei Spieler und zwar Lukas Podolski, Thomas Müller und Mario Gomez. Kevin Volland ist nicht dabei. Marc Uth, der momentan gehandelt wird als potenzieller Stürmer, ist nicht dabei bei mir. Aber Lukas Podolski, wie rechtfertige ich das ganz einfach? Podolski hat eine extrem große moralische Wirkung aufs Team. Ein extremes Standing, der könnte als Motivator so viel bedeuten. Der ist alt, der hat die Erfahrung, der hat so viele Länderspiele gemacht und der könnte immer noch mal wichtig werden. Der ist kein schlechter Spieler, der ist definitiv ein guter, ja? Der ist torgefährlich, hat einen Bombenschuss und ist halt einfach ein super Charakter. Und ich glaube, solche Leute brauchst du auch in dem Team, genauso wie beispielsweise Zieler. Die müssen nicht zwingend spielen, aber die sind da, um das Team aufzubauen, zu motivieren. Ich denke mal, das könnte Podolski auf jeden Fall auch und dementsprechend ist er drin. Bei Müller, keine Frage, in meinen Augen der beste deutsche Spieler zurzeit insgesamt gesehen und der einzige Anwärter, der irgendwann mal den Ballon d'Or gewinnen sollte, dementsprechend auch er dabei. Und Mario Gomez, ja, ich meine 26 Saisontore in der Super League, es mag für einen nur die türkische Liga sein, für mich ist es immerhin die türkische Liga, die ist auch nicht schlecht und da hat er 26 Buden gemacht, hat Beşiktaş zum Meistertitel geschossen, war zuletzt erst wieder in der Nationalmannschaft dabei, man hat gesehen, es hat aber bei Fiorentina nicht gepasst, aber bei Beşiktaş zeigt er wieder seine ganze Qualität und die hat er nun mal und dementsprechend sollte er der Stürmer werden, der ja allgemein für die EM 2016 im Aufgebot steht und eventuell auch Stammstürmer werden. Die Aufstellung, die ich dann präferieren würde, wäre übrigens, das kann ich mal ganz kurz sagen, im Tor Manuel Neuer, Innenverteidigung Hummels und Boateng, Rechtsverteidigerposition, das ist so ein bisschen heikel, aber eventuell ja sogar Mitchell Weiser, sonst Emre Can oder vielleicht Benni Höwedes, wenn er doch mitfährt, oder Skodra Mustafi, links Marcel Schmelzer, Doppel-6 zusammen mit Kroos und Khedira, wenn er rechtzeitig fit wird, sonst eventuell vielleicht ein Weigel, davor Mesut Özil auf der 10, links Marco Reus, rechts Thomas Müller, Sturmspitze Mario Gomez. Das wäre meine Mannschaft, nicht ganz kreativ, aber ich denke mal, passt ganz gut. Götze ist da nicht dabei, ihr seht schon richtig, aber kann man nichts machen. Ist halt nun mal hinter Özil momentan anzusiedeln, was seine Leistung angeht. Und ja, so viel zu diesem Thema. Warum Volland nicht dabei ist, ich kann es euch nicht sagen. Ja, es ist einfach mein vorläufiger Kader. Volland hat es einfach gegenüber anderen Spielern in meinen Augen nicht so verdient. Er ist ein starker Spieler, ist bei der TSG nochmal mit Abstand der Beste, aber trotzdem halt in meinen Augen ein bisschen schwächer als ein Sané, vielleicht ein bisschen schwächer als ein Weigel oder vielleicht auch ein bisschen schwächer als Julian Brandt. Oder halt einfach, ja, nicht so zu berücksichtigen. Wenn Brandt beispielsweise mit zu Olympia genommen wird oder Sané, dann ist Platz für Volland. Aber wir werden sowieso sehen, wie Löw es macht. Das ist nur mein persönlicher Kader und ich hoffe, euch gefällt er. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir euren persönlichen Kader in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch wirklich gefallen. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.